Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich fange gleich mal beim letzten Punkt an, Wohn- oder Wohnschutz. Das Thema bei den Bebauungsplänen am südlichen Rand der Dönche ist doch, dass das uns bei der Wohnungsfrage kein Deut weiterbringt. Was dort im Moment geplant wird, sind ja Reihenhäuser, es sind nicht die günstigen Wohnungen, die wir brauchen. Ich finde, man muss da nicht einen Widerspruch konstruieren, der nicht unbedingt da sein muss, sondern wir müssen gucken, wie machen wir Wohnungspolitik ökologisch. Und den Weg, den Jamaika verfolgt, der ist nicht ökologisch. Sie haben gerade Klimaschutzstrategie 2030, wir sind dabei. Heute sagen Sie Bodenschutz. Stimmt, ich hatte im Ausschuss den Änderungsantrag noch nicht dabei, weil ich eigentlich dachte, es würde ein bisschen mehr kommen. Weil wir vor einem Jahr, 2022, ja einen ziemlich ähnlichen Antrag als Linksfraktion hatten. Es gab einen kleinen Unterschied. Wir hatten damals gesagt, es sollen Konzepte erarbeitet werden mit ähnlichen Punkten. Das sind ja genau die, die im Bodenschutzbericht auch genannt werden. Aber es soll auch sofort was passieren. Denn wie Sie sagen, langfristig sind wir ja wieder eine Perspektive. Wir haben die Zeit nicht mehr. Wir hätten das die letzten Jahrzehnte anfangen müssen. Kassel ist Spitzenreiter, also Spitzennegativreiter bei der Versiegelung von Flächen in Hessen. Das konnten Sie im Bodenschutzbericht sehr gut nachlesen. Ich lese Ihnen mal einen Satz aus der Klimaschutzstrategie vor, die Sie ja eben so groß beschlossen haben. Und ganz großes Signal nach außen. Habe ich es denn jetzt dabei? Im Stadtgebiet sind Böden mit hohem, sehr hohem Ertragspotenzial außerhalb von Schutzgebieten vor Bebauung zu schützen. Genau das sind die Bebauungspläne Nordhausen-Nord, sind die Bebauungspläne Gänseweide, sind die Bebauungspläne Blütlinde. Das sind die letzten Böden, ein paar der letzten Böden mit ertragreichem Boden oder langes Feld. Werden Sie das weiter zu bauen? Also, als wir Dienstag diesen Antrag im Ausschuss hatten, war am nächsten Tag die Sitzung des Ortsbeirates Nordhausen. Da ging es genau um diesen Bebauungsplan Nord. Wo auch der Ortsbeirat meinte, naja, vor 15 Jahren hätte man so einen Bebauungsplan vielleicht machen können, aber eigentlich ist es nicht mehr zeitgemäß, diese Flächen zu nutzen. Von daher, wir werden diesem Antrag zustimmen, aber Sie müssen auch konkrete Maßnahmen machen. Punkt 1, sagen Sie ja, Flächen in Anspruch, Annahme deutlich reduzieren. Wie sehr und bis wann, würde mich da interessieren. Punkt 3, sagen Sie, langfristige Bodenbevorratungspolitik soll dabei das Ziel haben, mehr Kasseler Flächen in städtisches Eigentum zu bringen. Finde ich total gut. Wie viel bis wann müsste man konkretisieren. Punkt 4 sind die Schutzgebiete, wo wir unbedingt zusätzliche brauchen. Welche schweben Ihnen davor und bis wann soll das geprüft werden? Weil wenn wir so lange warten, bis alles gebaut ist, dann werden nicht mehr viele Gebiete zu schützen sein. Und Punkt 5 sagen Sie, eine verbindliche Obergrenze soll mit dem Zweckverband erarbeitet werden. Ja, das ist notwendig, aber bis wann soll es erarbeitet werden? Wie hoch soll die Grenze sein und ab wann soll diese Grenze gelten? Das ist das, was wir versuchen mit unserem zugegeben kurzen Änderungsantrag zu formulieren, indem wir sagen, ab spätestens 25 ist eine Netto-Null-Versiegelung zu erreichen. Das ist gar nicht so schwer. Das heißt ja nur, dass in dem Maße, wie man bebaut, muss man Ausgleichsflächen, muss man entsiegeln an einer anderen Stelle. Was anderes heißt es nicht. Es heißt, dass Ausgleichsmaßnahmen, die in Bebauungsplänen zum Teil seit Jahren drinstehen, dass die tatsächlich umgesetzt werden. Wir müssen doch unseren Fokus verschieben, wenn wir sagen, wir sind in der Zeit von einer Klimakatastrophe, wir wollen klimaneutral 2030 werden, dann müssen wir doch irgendwann, muss es doch mal sichtbar werden. Und nein, es ist nicht, es sollte nicht mehr Aufwand für die Verwaltung sein, alle Beschlüsse zu überprüfen. Wir haben 2019 beschlossen, dass jede Maßnahme daraufhin überprüft wird, ob sie dem Ziel 2030, ob sie uns da näher hinkriegt oder nicht. Dass sich das bisher mit dem Bebauungsplan niedergeschlagen hat, ist ja nicht unsere Schuld. Wir haben es längst beschlossen, dass jede Maßnahme überprüft werden muss. Und der zweite Punkt, bereits bestehende Bebauungspläne sollen überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Auch das ist eigentlich beschlossen, dass das bei jedem Bebauungsplan aufgeführt wird. Dass die Beschlüsse aber nicht in den Bebauungsplänen bisher stehen, das muss halt geändert werden. Wann sollen wir denn damit anfangen? Wenn jeder Boden versiegelt ist, ist es einfach zu spät. Von daher werben wir sehr für unseren Änderungsantrag, um das ein bisschen zu konkretisieren, was denn wie der Boden geschützt wird. Genau, weil sonst wird es mit dem Bodenschutz nur ein Versprechen bleiben.